Hallöchen und schönen guten Tag, meine Lieblings-YouTuber in Klammern, das seid ihr, falls ihr es nicht verstanden habt. Heute in dem Video werde ich euch zeigen, wie ihr an ein Intro kommt, kostenlos und so weiter, oder an mehrere Intros, je nachdem. Wie geht das? Ich habe wirklich die Frage jetzt in letzter Zeit relativ oft bekommen, wo kriegen die und die ihr Intro her? Und solange das jetzt nicht gerade ein Auftrag ist, also wenn jetzt nicht jemand irgendeinen fragt, hier kannst du mir ein Intro machen, es gibt wirklich nur sehr wenig Leute, die das gut können, dann machen viele das so, indem sie bei YouTube hier sowas wie, also ich benutze ja zum Beispiel Sony Vegas zum Schneiden, man kann aber auch zum Beispiel, meinetwegen, wenn ihr wirklich das Geld für After Effects oder so habt, wer weiß, oder sonst irgendwelche Schnittprogramme, Final Cut, was auch immer. Ihr gibt es dann zum Beispiel ein Sony Vegas. Okay, Zombie, nee. Sony Vegas Intro Template. Das sieht so aus. Und dann landet ihr hier. Das sieht am Anfang so ein bisschen komisch aus, alles. Aber das ist im Prinzip der Weg zur Lösung. Heißt, ihr könnt euch hier zum Beispiel mal umschauen. Zum Beispiel, wenn euch das hier gefällt. Oder wenn euch. Wenn er hier Ravenpro Design, der macht zum Beispiel tolle Designs, absolut klasse. Guckt man sich dann an und dann sieht man das hier, das Intro, denkt man sich nur so, okay, klasse, nicht schlecht, ja. Okay, das will ich auch haben, ja. Dann müsst ihr hier im Prinzip in der Beschreibung, also ich meine, das kennt ihr ja auch, müsst dann hier Download hier machen. Am besten guckt ihr hier, ob er irgendwelche, and please give credits, ja. Also in dem Fall müsstet ihr den in den Credits erwähnen, Credits erwähnen und sagen hier, das ist von Ravenpro Design, hier ist der Link zu ihm. Dafür könnt ihr das benutzen. Templates funktionieren so, ich kann es auch jetzt mal vormachen. Die kann man sich dann eben runterladen. Okay, gut, scheinbar gerade nicht. Aber generell ist es so, man lädt sich die dann runter und kann dann die Texte bearbeiten. Zum Beispiel, dass hier dann nicht mehr Ravenpro Design steht, sondern irgendwas anderes, sodass man seinen Namen da einfügen kann und so weiter. Dann hat man einfach ein cooles Intro, 3D, 2D oder was auch immer. Und es ist einfach wirklich total simpel. Man braucht eigentlich kaum Programmkenntnisse. Irgendwie ist hier gerade alles hängen geblieben, kein Plan warum, aber ist egal. Ich hoffe, das hier wird noch klappen. Die Aufnahme. Oh. Okay, Moment. So. Ja, das war's im Prinzip schon. Jetzt nicht beschweren, ich habe euch nicht gesagt, wie das geht. Ich habe euch aber gesagt, wo man sowas herbekommt. Weil das sind eure Fragen, ne? Wo bekommen die den Design hier? Ich gebe die Antwort. Genau. Das wär's auch schon gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ruhig einen Daumen hoch. Das war dann hilfreich. Ansonsten nicht, dann gebt einen Daumen runter. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.